Freunde, ich bin jetzt mal ein bisschen leise. Ihr seht jetzt vielleicht schon, wo ich bin. Das ist hier in Tartus die einzige und größte Privatschule hier. Hier, das ist das Sportzentrum der Privatschule. Die nennt sich hier in Tartus Phoenix. Und hier findet die alljährliche traditionelle Weihnachtsfeier der Schulkinder statt. Und das ist hier das Schwimmbad, wie ihr seht. Und dort hinten ist die Bühne. Und das Weihnachtsprogramm ist schon gestartet. Ich war ja eben noch unten in der Stadt gewesen und auf dem Weihnachtsumzug. Und jetzt bin ich hier in der Weihnachtsaufführung. Ihr seht es jetzt. Und ich kann jetzt hier nicht so viel reden, weil es läuft. Und schaut einfach zu. Ich mache ein bisschen Video und lasse es einfach auf euch wirken. Und denkt immer dran, ich bin in Syrien. Und wenn hier die Islamisten gewonnen hätten, die sogenannte moderaten Rebellen oder auch Opposition genannt, wie auch immer, dann wäre all das hier in Syrien nicht mehr möglich gewesen. Und über 2,5 Millionen Christen hätten das Land verlassen müssen. Denkt immer daran. Und dieses rechnen die Menschen hier in Syrien, gerade die Christen und auch die Moderaten, die gemäßigten Sunniten und so weiter, rechnen das der Regierung und auch Präsidenten Assad in allererster Linie sehr, sehr hoch an. Das sind die, die in Idlib sitzen und die sich noch in Ghouta festgesetzt haben. Und ein anderer Teil dieser Strenggläubigen, ja, könnt ihr euch selber überlegen, wo die hingegangen sind. Hier jedenfalls wird friedlich gemeinsam gefeiert. Ich bin nur ein Mann.